Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, wenn man über Naturmedizin spricht, über naturheilkundliche Wege, über Pflanzenheilkunde, kommt man um einen Arzt ganz sicher nicht drum herum. Und er ist da, er ist ein Schweizer. Und ganz herzlich willkommen, lieber Dr. André Bircher. Schön, dass du da bist. Ich weiß. Ja, du machst das schon 43 Jahre lang in diesem Bereich der Medizin. Von ursprünglich schulmedizinischer Herangehensweise hast du ganz viele Sachen weiter in dein Leben integriert. Aber erzähl mir mal ein bisschen von deinem Leben. Ja, also ich fand das Medizinstudium fand ich faszinierend. Ich wusste zwar am Anfang nicht Musik oder Medizin. Und als das Latein abgeschafft wurde, habe ich Medizin gemacht. Es war sehr schön, das Studium damals, anders als heute. Und dann war ich begeistert von dem, was ich im Spital tun konnte. Und Anästhesiologie, Helikopterflüge, Kinder zu holen im Tessin und so. Und ich hatte eigentlich wenig Bezug zur Naturheilkunde, zu dem, was mein Großvater gemacht hatte. Als ich dann nach 10 Jahren Spitaltätigkeit auch leitend in eine eigene Praxis ging, da habe ich dann gemerkt, dass die Krankheiten, dass die gar nicht heilen und dass wir eigentlich die Kinder krank machten. Es war eigentlich interessant zu sehen, wie sobald wir die Kinder impften, ich war Kinderarzt am Anfang, dann wurden sie krank, dann kamen die Lymphdrüsen und die ständigen Schnupfen und die Anginen und die Ohrenzündungen. Und sie kamen alle 3-4 Wochen wieder neu ein Antibiotikum zu brauchen. Und da gab es auch anthroposophische Kinder, die wurden nicht geimpft und die hatten das nicht. Und ich habe dann gemerkt, dass etwas nicht stimmen kann und habe begonnen, mich intensiv weiterzubilden. Und dann bin ich erst auch mit dem Studium der Homöopathie, der chinesischen Medizin, mit der Diätetik bin ich eigentlich erst auf meinen Großvater so richtig gestoßen und seine Bücher gelesen und gemerkt, ein bisschen beschämt, was er eigentlich alles schon wusste, was ich erst am Entdecken war. Ist auch heute sehe ich, wie erstaunlich er damals in den 30er Jahren eigentlich vorausgesehen hat, aufgrund seiner Erfahrungen mit tausenden Patienten in seiner Klinik, wohin die Medizin eigentlich gehen sollte. Eigentlich gerade die Diätetik, aber auch die Ganzheitsmedizin, die Psychosomatik alles eigentlich schon selber beschrieben hat. Und das war dann auch faszinierend, das zu entdecken. Lieber André, du hast vorher noch wegen dem Impfen gesprochen bei Kindern. Ist dir der mit deinem Wandel, mit deinem Wechsel der Gedanken oder deines Erfahrungsschatzes nicht ein großer Gegenwind entstanden? Weil die Schulmedizin doch sehr stark oder generell die Ärzte angehalten sind, pro Impfung sich auszusprechen. Ja, ich bin natürlich Schulmediziner, war das durch und durch und habe dann aber, als ich das beobachtet hatte, an einem Kongress für Komplementärmedizin, die Herr Buchwald gehört, der die Statistiken des Bundesamtes von Deutschland und von Österreich brachte, die zeigten eigentlich, dass die Impfungen gar nicht wirken, dass die Kinderkrankheiten und auch der Tetanus eigentlich mit der Veränderung der hygienischen Verhältnisse seit dem Zweiten Weltkrieg asymptotisch zurückgegangen sind und das Einführen der Impfungen keine Wirkung hat auf diese Kurve. Und dann habe ich natürlich gedacht, eben, man wusste auch als Schulmediziner, dass eben die Impfungen auch Komplikationen machen, zum Teil schwere. Und die hatte man vorab gewägt. Massenimpfschaden gegenüber Massentote. Und wenn man dann gesehen hat, dass die Impfungen gar nicht wirken, jedenfalls epidemiologisch nicht wirken, dann machte ich mir schon Gedanken und habe dann aufgehört zu impfen. Und dann hast du gleich angefangen, noch mehr zu hinterfragen aus deinem Erfahrungsschatz an medizinischen Erkenntnissen. Ja, ich habe natürlich immer weiter gesucht, habe mich vor allem
weitergebildet, alles, was ich nicht gelernt hatte an der Universität. Und auch, was dann die Diätetik betraf, immer mehr gefunden und damit gearbeitet. Du hast dieses Wort jetzt schon 3-4 Mal genannt, das ich nicht verstehe. Diätetik? Diätetik, also auch in der Diätetik habe ich dann immer mehr weitergesucht. Was bedeutet dieses Wort? Ernährungswissenschaft. Ah, Ernährung, Entschuldigung. Ja. Okay, gut. Weil das ist ja auch so ein bisschen ein Phänomen, dass man die Ernährung oder Wasser oder das richtige Atmen, die Luft, Sauerstoff, gar nicht so richtig mit einbezieht in die medizinische Behandlungsweise. Oder? Ja, genau. Ich hatte eigentlich die medizinische Ausbildung nach dem Studium in der Jugendpsychiatrie begonnen und das war sehr faszinierend. Auch das war noch sehr psychoanalytisch ausgerichtet. Und zu sehen eigentlich, wie die Menschen entstehen, wie die psychologische Entwicklung ist. Und habe dort auch dann eine Lehranalyse angefangen und 7 Jahre durchgezogen. Das war sehr wichtig und wertvoll. Habe dann eben gemerkt, dass wenn man mit Patienten zusammen ist, auch sonst unter Menschen, die Gefühle zuerst kommen, die Ideen und Gefühle sind nicht die eigenen, sondern es sind diejenigen des anderen. Also wenn man sich plötzlich unruhig fühlt, dann ist man es nicht selber, sondern ist es der andere. Das ist das Phänomen, was Sigmund Freud eben Übertragung genannt hat. Und wenn man das immer, wenn man mit Menschen zusammen ist, selber beobachtet und abfragt, dann riskiert man nicht die Gegenübertragung, riskiert man nicht, dass einer plötzlich aufregt und man gegenreagiert. Peter Benner hat dieses Phänomen etwa gleichzeitig wie Sigmund Freud beschrieben in seinem Buch Der Menschenseele Not als Induktion und Gegeninduktion. Es ist interessant, dass sie unabhängig auf dasselbe gekommen sind, aus der direkten Arbeit mit dem Patienten. Dein Großvater hat auch schon die Bücher geschrieben, sein Wissen. Ja, ein hochinteressantes Buch, Der Menschenseele Not. Er hat auch das Oedipus-Drama anders interpretiert als Freud. Er hat nicht den Vatermord in das Zentrum genommen, sondern eigentlich, dass das die Lehre ist, vom Lernen zu verzichten, auf Triebregungen und sich im Griff zu behalten, dass man das daraus lernen sollte. Dein Weg ging ja dann weiter in die rein den naturheilkundlichen Weg, den homöopathischen Weg, die Ganzheitsbetrachtungsweise. Erzähl mir ein bisschen mehr darüber und auch inwiefern du da auf große Gegenliebe oder Rückenwind gestoßen bist. Ja, also es war eigentlich gerade mit der Ausbildung in Homöopathie ist eigentlich eine ganze Welt aufgegangen des Verstehens des Menschseins und der Natur, des Bezugs zur Natur. Ist auch interessant, diese Arzneimittelprüfungen an Gesunden, wie eigentlich die Information aus Materie oder aus Pflanzen, wie man das potenziert und dann die Versuche macht, an Gesunden, an Studenten zum Beispiel, die dann die notieren, was für Symptome, Empfindungen, Träume kommen. Und dann nimmt man das Gemeinsame und das gibt das Arzneimittelbild. Das hat sehr, sehr viel, war sehr interessant. Ja. Wie zum Beispiel der Rittersporn, die Staphysagria, eigentlich auf dieser Erde das Thema der Kränkung der persönlichen Würde lebt. Und diese Pflanze wird 2 Meter hoch und ist eigentlich trotzdem sehr sensibel und sehr brüchig. Die Menschen, die dieses Mittel brauchen, sind meistens sehr stark gekränkt worden und sehr sensible Menschen und denen hilft eine Hochpotenz sehr. Aber diese Homöopathie oder diese Informationen aus dem Pflanzenheilkunde, ich meine, in der Schweiz wird sehr vieles auch in der Grundversicherung bezahlt. Auch Homöopathie ist in der Komplementärmedizin eigentlich anerkannt. Aber bestenfalls wird es ja noch von Schulmedizin ein bisschen belächelt. Ja, es ist halt so, nicht wahr, wenn man es nicht weiß, was es ist und sich nicht damit befasst, dann kann man es belächeln und ist der einfachere Weg, einfach mit den Scheuklappen
weiterzugehen. Es ist, wenn man die Homöopathie studiert, dann merkt man, was eigentlich dahinter ist. Wie eigentlich das eine Informationstherapie ist, eine Informatik, sind Medikamente, Arzneien, die auf informatischem Weg denn das biologische System, unsere Lebensinformation beeinflussen. Und das ist doch faszinierend und funktioniert zuverlässig, wenn man das gut lernt und die Mittel richtig wählt. Wir haben mehrmals auch das Glück gehabt, einen Patienten mit einer frisch ausgebrochenen Schizophrenie zu heilen, zum Beispiel mit Thyroscyamus in ganz hoher Potenz, oder Patienten, welche suizidal sind, wo ja die Antidepressiva die Suizidalität leider nicht nehmen. Wenn man nur Serotonin erhöht, bleiben sie suizidal. Und hier ist meistens das Mittel Gold, Aurum Metallicum, in einer Millionsten Potenz hochwirksam, dass die Suizidalität verschwindet. Und das ist ein Weg, der sich in meine ärztliche Tätigkeit weiterhin erhalten hat. Dann ist eben auch gerade Erbschaden nicht wahr, zum Beispiel bei der Neurodermitis. Da gibt es zwei Ursachenkomponenten. Das eine ist die Atopie, die familiäre Vererbung, diese Überempfindlichkeit, und das andere ist ein kranker Darm, sodass eben Allergien entstehen und ein durchlässiger Darm. Und man muss das von beiden Seiten angehen. Und eben diese vererbte Komponente, das ist hochinteressant heute in der genetischen Forschung, wie man immer mehr entdeckt über die sogenannte epigenetische Vererbung, dass eben nicht die Gensequenz oder die Basensequenz der Gene verändert wird, sondern die Expressivität durch gewisse chemische Anlagerung, zum Beispiel Methylierung von Basenpaaren, werden Gene blockiert oder andere überaktiviert. Zum Beispiel die Genforschung beim Diabetes hat keine genetische Ursache hervorgebracht, sondern nur epigenetische. Und dasselbe ist auch bei der Adipositas der Fall und bei Depressionen. Und hat interessant, dass Samuel Hahnemann schon zur Zeit von Goethe die Hypothese gefunden hat, dass eben die Neurodermitis epigenetische Vererbung ist von falsch behandelter Krebsmilbenkrankheit, weil das Krankheitsbild genau gleich aussieht, aber man findet keine Milben. Und die Psoriasis gleicht ganz genau Pilzkrankheiten, auch in der Mitte die Ablassung, der Rand betont und die Risse. Und da hat er auch die Hypothese richtig aufgestellt, dass eben falsch unterdrückend behandelte Pilzkrankheiten eben ins Erbgut gingen und dann bei Nachfahren in dieser Form hervorkommen. Und heute mit der modernen Genetik kann man das eben mit Epigenetik sehr schön erklären. Spannend. Das sind ganz spannende Sachen, ja. Dein Weg ging ja dann weiter. Also du hast Patienten aus der ganzen Welt in deinen Kliniken beheimatet, ja, geheilt, behandelt, ja, und dir einen Weltruf aufgebaut. Das ging rauf und runter. Inwiefern wurde deine Herangehensweise, eine ganzheitliche Sichtweise denn unterstützt von seitens der Kassen oder von anderen Kollegen? Ja, also Kasse, das ist ein Thema, ist ein Problem, nicht wahr, wenn dass die Kassen eigentlich die Ärzte, die Tätigkeit des Arztes nicht überwachen nach dem, was ein Arzt heilt, wie viel er heilt, das ist überhaupt nicht interessant für die Kassen, sondern es wird einzig die Anzahl Franken pro Patient und Jahr und Diagnose in die Statistik aufgenommen. Und wenn ein Arzt daraus ausschert, weil er zum Beispiel viele ältere Menschen betreut, die mehr Zeit brauchen, dann machen sie Rückforderungen von 100.000, 200.000 Franken. Nun, wenn man eben ganzheitlich arbeitet und
die Ursachen behandeln will, braucht es mehr Zeit. Und das hat die Folge, dass ich 1999 schon aus dieser Basisversicherung ausgetreten bin. Und ich musste mich entscheiden, passe mich diesem eigentlich falschen System an oder will ich wirklich Ursachen behandeln, gut behandeln. Ich habe diesen Weg gewählt und das hat sich sehr bewährt, mit dem Nachteil, dass natürlich nicht ganz alle Patienten dann sich das leisten können. Aber die Zusatzversicherungen machen hier gut mit. Du bist ja heute noch tätig. Darf ich dein Alter nennen? Ja, ja. Mit 74 Jahren bist du jetzt im Brunwald in der Schweiz nach wie vor als Arzt tätig. Ja. Und nebenbei dokumentierst du mit über 26 Büchern dein ganzes Wissen als Autor, um es einfach der Nachwelt zu hinterlassen. Ja, wir haben natürlich ein sehr stark die Welt kennengelernt, indem wir eben ab 2004, wir haben eine Stiftung gegründet, meine Frau und ich, eine gemeinnützige, von unserem Geld hineingegeben und haben ein altes Grundhotel umgebaut in eine spitalkonforme Klinik und leider mit einem Kredit von der UBS. Und als dann die UBS, dann haben wir 13 Monate mit Erfolg darin gearbeitet. Und 2008, als die UBS wie ein Gartenhaus zusammenkrachte und vom Bund und vom Volk gerettet werden musste, da hat die UBS dann uns die Hypotheken gezogen. Und wir haben dann natürlich Ersatz gesucht bei anderen Banken und immer kam dieselbe Antwort vom Chef direkt. Zuerst hieß es, es ist eine tolle Sache, was ihr macht, wirklich unterstützenswert. Aber es gibt einen Grundsatzentscheid, wir dürfen von der UBS keinen Kredit übernehmen. Das war die FINMA, vermute ich. Mhm. Das ist nicht schön gewesen. Mhm. Wir haben dann zuerst in Morsch weitergemacht, dann in Beatenberg. Dort konnten wir keinen guten Vertrag, keinen soliden aushandeln und dann in Braunwald. Und jetzt suchen wir nach weiterer Lösung. Es braucht wieder ein Gebäude, wo man die Ordnungstherapie ganzheitlich durchführen kann. Ordnungstherapie, das ist ein neues Wort, finde ich, in der Medizin. Habe ich selten so gehört. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Dass man einfach wirklich mit geordneten Feldern, zum Beispiel aus der Rohkost, diese Ordnung übertragt in den Körper, wo bei einer Krankheit Unordnung besteht. Ja, es geht dann auch um die Lebensordnung. Ja. Und es gibt von Birgit Benner ein interessantes Buch, auch aktuell noch, das eben seine neuen Ordnungsgesetze beschreibt. Ordnungsgesetze des Lebens und der Gesundheit, das haben wir neu aufgelegt. Und das ist eigentlich die Basis für die Gesunderhaltung, für die Heilung geblieben, auch wenn es sich natürlich enorm weiterentwickelt hat mit dem, was wir auch weiter erforscht haben. Ordnungstherapie ist eigentlich jede Aktion, die ein Arzt oder ein Therapeut oder ein Patient selber macht, der dazu geeignet ist, die Ordnung des biologischen Systems zu verbessern. Es steht ja eigentlich im Wort Medizin schon drin, in die Mitte kommen, oder? Und in die Mitte kommen heißt ja eigentlich auch in die Ordnung. Ja, so sollte es sein, war es bei Hippokrates. Das geht auf ihn zurück, eigentlich, dieser Begriff schon. Diese Bücher, wo du jetzt da geschrieben hast, mit diesem Wissen über deinen ganzen Erfahrungsschatz bis hin zum Großvater, wo finde ich da diese Bücher? Ja, man hat auf unserer Webseite, kann man nur schauen, Bircher-Benner, und dann steht Edition Bircher-Benner, da kann man Englisch oder Deutsch anklicken und da kommen die, man kann sie mit einem Bestellfenster bestellen, dann kommen sie aus München zugesandt von der Auslieferung. Jetzt als Nichtmediziner und Nichtarzt oder Therapeut, ist es trotzdem lesbar für am Laien, wo gesundheitlich sehr interessiert sind, diese Bücher zu sich zu nehmen? Ja, es ist ein ziemliches Spagat. Es ist nicht einfach, ein Buch zu schreiben, welches die ganze wissenschaftliche Basis mit allen wissenschaftlichen Nachweisen
und Details gut beschreibt und trotzdem für jemand, der darin nicht geschult ist, verständlich ist. Und ich sehe, dass das gelungen ist. Mhm. Dass auch Patienten, die ganz andere Berufe haben, nicht akademische, nehmen daraus das Wesentliche heraus, mhm. verstehen, worum es geht und wie sie sich heilen können und führen die Diät durch. Mhm. Ich sehe halt auch immer wieder, dass man, wenn man eine eigene Krankheit hat und das was einfach delegiert dem Arzt gegenüber, mach mich mal schnell gesund. Ich meine, das ist ja nett und gut gemeint, aber letztendlich habe ich immer noch selbst die Verantwortung für meine Gesundheit. Und wenn man da nur sagen wir, einseitig behandelt wird, statt ganzheitlich, dann geht es ja auch wieder zu meinen Lasten. Das heißt, eine gewisse Verantwortung selbst zu übernehmen für seine Gesundheit und sich schlau zu machen über die eigene Krankheit, sodass man wirklich ganzheitlich hinsieht und seinen eigenen Arzt vielleicht darauf aufmerksam machen könnte, es vielleicht auch mal diesen oder diesen Weg zu integrieren. Das wäre aus deiner Sicht her sehr empfehlenswert. Ja, das ist sehr lohnend. Es hat jetzt auch mehrere Ärzte, welche mit diesen Büchern arbeiten, weil die Patienten informiert sind dann. Mhm. Zum Beispiel einen Diabetes dann eben schön heilt ohne Medikamente, weil sie diese Diät korrekt durchführen können. Das ist sehr wertvoll für die Patienten. Das ist der Segen jetzt auch wieder mal von den Social Medias, dass man heutzutage im Internet eigentlich alles findet. Ja, das ist ein Vorteil, ja. Und wenn ich mir diese Bandbücher so kaufe, sind da einfach spezielle Krankheitsbilder abgebildet oder das sind ja so kleine, dünne Bücher, abgehandelt hast. Also dann, wenn ich ein Krankheitsbild habe, kaufe ich mir genau dieses Buch? Ja, also sie haben so um die 150 Seiten und da gibt es eines für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Hypertonie, eines für Multiple Sklerose und Parkinson, eines zur Verhütung von Demenz und Alzheimer-Krankheit. Mhm. Das sind keine Erbkrankheiten, die kann man zuverlässig verhüten. Wenn man die Ursachen kennt, gibt es für Magen-Darm-Krankheiten, für Diabetes und so weiter. Es sind auf bestimmte Krankheiten bezogen. Du bist 73 und bist noch voll im Saft und machst noch so große Sachen. Was ist noch dein Ziel? Was ist das, was du noch erreichen möchtest? Ja, also sicher, dass diese vollständige Bibliothek entsteht und unter die Menschen geht. Das ist sehr wichtig. Und dann suchen wir auch Möglichkeiten, wir möchten ein Crowdfundraising machen, um wieder zu einem Gebäude zu kommen, das uns die UBS eben weggenommen hat, hat unsere gemeinnützige Stiftung geplündert mit Hilfe des Bundesrates und das war schon sehr unfair. Das möchten wir wieder gut machen. So hast du wieder eine Praxis, ein großes Haus, du hast mal etwas gesagt, 30, 40 Betten wieder ja, integrieren genau. willst. Und eben die Klinik, die sehr gut war, die lassen sie verlottern, sie finden keine Käufer, aber sie geben es nicht zurück. Das ist dein Ziel, wieder die Klinik wieder ins volle Saft reinzukriegen und wieder Menschen im großen Stil zu behandeln und dein Wissen anderen Ärzten weiterzugeben. Das vor allem, das Weitergeben, das Ausbilden, Seminare geben, das ist, was ich vor allem dann tun möchte. Damit eben diese ganzheitliche Medizin, Ordnungstherapie eben in die Zukunft geht. Das ist eigentlich der Ausweg aus der Sackgasse, in welcher sich die moderne Medizin heute befindet, mit dieser Zunahme aller Krankheiten und diesen Kosten, die kaum mehr tragbar sind. Ich bin mir ganz sicher, diese Ordnungstherapie, wie du sie nennst, die kommt mit großen Schritten auf uns zu. Ich sehe es überall aus der sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, was da in der medizinischen Seite heute schon darüber geredet wird, wie wichtig sie sind, was das für geordnete Felder im wörtlichen Sinn auch sind und übertragen werden auf unseren Körper. Du bist einfach deiner Zeit wahrscheinlich viel zu weit voraus gewesen und dein Großvater ja auch. Ja, noch mehr. Es ist einfach erstaunlich für mich zu sehen, was er alles schon beschrieben hat, was man erst heute wissenschaftlich aufgedeckt hat. Aber es ist ein Segen, dass du diese Bibliothek jetzt am Arbeiten bist. Sie ist noch nicht ganz abgeschlossen. Man kann schon ein paar Bände haben.
glaube, jetzt 26 sind geplant. Und 11 Bände sind in Deutsch und Englisch schon da publiziert. Mhm. Ja. Naja, André, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für all dein Wirken, für dein Schaffen, für deinen Mut und deine Kraft, immer wieder Gas zu geben und Neues zu entdecken und eben diese Ordnungsmedizin, so möchte ich vielleicht auch die Sendung benennen heute, weil das Treffen, da geht es gar nicht, ins Leben gerufen hast und für die Verbreitung mitsorgst. Ja. Große Hochachtung von dir und eine große Dankbarkeit habe ich, dass du heute da bist und uns beehrt hast mit dieser Sendung. Ja, danke gleichfalls. Ja. Gerne. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie spüren auch diese Energie, die hier in diesem Gebäude besteht. Wenn so ein Herr, so ein Arzt mit so vielen Erfahrungen hier sitzt und einfach von seinem Erfahrungsschatz erzählt. Und ich finde einfach ganz, ganz wichtig, dass wir da hinhören und es vielleicht auch das eine oder andere in unser Leben mit einbeziehen. Und bitte behalten Sie dieses Wort von ihm ganz fest in Erinnerung, diese Ordnungsmedizin. Da wird ganz viel auf uns zukommen, um Unordnung, wo auch Chaos ist, wo Krankheit ist, über Ordnung mit Gesundheit wieder letztendlich aufdecken kann, überdecken kann, zudecken kann, wieder gesund machen kann, was auch immer, jetzt verhaspel ich mich noch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.